Hallo zur neuen OV-Video-Wochenschau. Ich werde es nicht müde zu sagen, dass ich immer wieder erstaunt bin, wie schnell so eine Woche wieder vorbeigegangen ist. Aber es passiert ja auch immer irgendetwas, so wie heute. Wir haben ein neues Stellenportal für euch. Zusammen mit der Münsterländischen Tageszeitung haben wir die Seite www.om-stellen.de ins Leben gerufen. Dort findet ihr jede Menge Jobangebote aus dem Oldenburger Münsterland und die Arbeitgeber können, wenn sie mögen, ihre Stellenanzeigen auch bundesweit auf verschiedenen Internetseiten ausspielen lassen. Und in Fisbeck haben sich 40 DJs aus Nord und West getroffen. Dort ging es unter anderem um die Themen Social Media nutzen oder auch die aktuellen Trends der Szene. Wir waren für euch auch mit dabei, haben ein kleines Video gedreht. Das findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Und den Artikel dazu findet ihr logischerweise in der gedruckten Ausgabe der OV am Freitag. Für die neue Ausgabe der Promenade haben wir gekocht. Ja, okay, nicht wir selbst, sondern Jürgen Werner, der ist Restaurantkoch bei der Aalräucherei Hoffmann am Dümmersee. Aber wir durften ihm über die Schulter schauen und hier und da auch mal probieren. Was für Gerichte dort zubereitet wurden und die Rezepte dazu, das findet ihr alles, wie gesagt, in der neuesten Ausgabe der Promenade, die ab dem 10. Februar zu finden ist. Karnevalsfreunde wissen es natürlich und haben es rot im Kalender stehen. Ich sag's jetzt trotzdem nochmal für alle, am kommenden Wochenende ist wieder Karneval im Damme. Der Umzug am Sonntag startet um 12.33 Uhr und wir von der OV möchten wieder live dabei sein und auch live streamen auf unserer Facebook-Seite. Die Berichterstattung und jede Menge Fotos folgen dann natürlich entsprechend. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage bis bald.